Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Part unseres Bauvideos zur MXSR von Kraft EPP. Wie schon im letzten Video erwähnt, geht es in diesem Video hauptsächlich um den Elektronikeinbau. Wir beginnen mit dem Einbau des Querruder-Servos. Wenn euer Servo nicht auf Anhieb passt, müsst ihr das vorgesehene Loch etwas vergrößern. Als nächstes kleben wir das Servo mit dem Schaumkleber ein. Als nächstes kleben wir das Seiten- und das Höhenruder-Servo ein. Beim Einkleben der Servos haben wir einen kleinen Konstruktionsfehler entdeckt. Wenn man das Seitenruder-Servo so tief einklebt, wie es die Aussparung vorgibt, würden sich die Schnüre nachher ineinander verheddern. Daher solltet ihr das Seitenruder-Servo so hoch einkleben, dass sich die Schnüre nicht mehr berühren können. Nun können wir das Höhenruder-Servo einkleben. Als nächstes schrägt ihr das Seitenruder an. Das könnt ihr entweder mit einem Schleifklotz machen, wobei das bei EPP immer so ein bisschen so eine Sache ist. Oder ihr nehmt, wie wir im Video zeigen, ein Skalpell mit möglichst frischer Klinge und schneidet eine 45 Grad Schräge an den Anschlag. Als nächstes wird der Rumpf mit Uropor aufgeklebt. Nun setzen wir den Rumpf einmal auf, um auf beiden Seiten Uropor zu haben. Ihr dürft nicht vergessen, im hinteren Rumpfteil noch die Flachkohle zur Verstärkung einzukleben. Hierbei messt ihr ungefähr ab, wie lang die Flachkohle sein muss, dass sie eine Verbindung zum unteren Rumpfteil hat. Als nächstes kleben wir das obere Rumpfteil endgültig an. Dabei gehen wir wieder so vor, dass wir von vorne anfangen und uns langsam nach hinten vorarbeiten. Abschließend verkleben wir noch die Flachkohle im unteren Rumpfteil. Als nächstes scharnieren wir das Seitenruder an. Dafür benutzen wir Uropor in Verbindung mit Tesa. Wir kleben das Seitenruder wie im Video gezeigt an vier Anlenkungspunkten fest. Dazu tragen wir wie im Video gezeigt auf beiden Seiten ein wenig Uropor auf und verteilen ihn ein wenig. Als nächstes präparieren wir die Tesa-Stücke für die Anlenkung. Nun scharnieren wir das Seitenruder endgültig an. Hierbei ist es sehr wichtig, dass ihr zum einen den Uropor richtig trocknen lasst und wegen der rauen Oberfläche des EPPs den Tesa richtig andrückt. We'll be right back.
Für die Querruder könnt ihr die beiliegenden Teile verwenden. Oder wie wir, andere Teile verwenden. Der Vorteil davon ist, dass man hier die Länge der Kohle nochmal im Nachhinein abstimmen kann. Wenn ihr die Länge der Kohle abgestimmt habt, könnt ihr das Ruderhorn einkleben. Da man die Schlitze selber schneiden muss und der Schlitz manchmal etwas zu tief wird, ist es hilfreich beim Einkleben, das Ruderhorn nachher noch mit etwas Kreppband zu sichern. Das wiederholt ihr auf beiden Seiten. Jetzt kleben wir die Ruderhörner für das Seiten- und Höhenruder ein. Der Abstand sollte hier unbedingt von der Drehachse des Seitenruders aus gesehen gleich sein. Dazu ist als Hilfe das Ruderhorn in der Mitte angeschrägt. Nachdem das Ruderhorn probig gesessen hat, kleben wir es ein. Bevor der Kleber aushärtet, solltet ihr die Maße nochmal mit einem Geodreieck überprüfen. Dabei ist zu beachten, dass ihr von der Drehachse aus messt. Wenn das Ruderhorn nicht gleichzeitig eingeklebt ist, führt es dazu, dass nachher beim Rudern die Seile schlaff werden. Das gleiche machen wir jetzt auch beim Höhenruder. Jetzt kümmern wir uns um die Motorbefestigung. Da gibt es ja verschiedene Varianten und für unsere Variante brauchen wir Upor, ein Skalpell, ein Feuerzeug, ein Stahldraht, ein Silikonschlauch, ein Baudenzugröhrchen und den dafür passenden Gewindeschneider. Zudem benötigen wir noch passende Nylonschrauben. Als Motor verwenden wir übrigens den Axi Race. Als erstes müssen wir den Motor mit etwas Upor am Flieger fixieren. Als nächstes präparieren wir die Bautenzugröhrchen und den Silikonschlauch. Für den Axi Race benötigen wir nur 3 Bautenzugröhrchen. Es reicht aus, wenn diese ca. 1,5 cm lang sind. Als nächstes drehen wir mit dem Gewindeschneider ein Gewinde in die Bautenzugröhrchen. Nun hat der Upor abgelüftet und wir können den Motor vorne anheften. An dem Stahldraht biegen wir nun ein gutes Stück gerade. Dann erhitzen wir diese Gerade mit dem Feuerzeug. Mit diesem erhitzten Stahldraht
schmelzen wir nun vorsichtig Löcher für die Bautenzüge in das EPP. Die Bautenzugröhrchen können wir nun mit Purleim in die eingeschmolzenen Löcher einkleben. Die Nylonschrauben kommen nun in den Motor und die Silikonschlauchstückchen kommen von der anderen Seite auf die Nylonschrauben. Der Motor kann jetzt angeschraubt werden. Im Großen und Ganzen hat diese Motoraufhängung den Vorteil, dass man im Nachhinein den Sturz und den Seitenzug variabel einstellen kann. Außerdem ist der Motor viel stabiler im Modell verankert, als wenn man den Motor nur ans Modell einfach rankleben würde. Um alle Servos nullen zu können, müssen wir natürlich nur noch einen Empfänger an die Servos anlöten. Wir benutzen den Grautner Indoor-Empfänger GA12SC. Die Sache mit den Seilanlenkungen erklären wir jetzt beispielsweise am Seitenruder. Dafür benötigen wir die beigelegte Schnur und dünnen Lackdraht. Die Lackdrahtstücke fädelt ihr nun wie im Video gezeigt in die Ruderhebel ein und verdreht sie dann an den Enden. Das mit dem Lackdraht hat folgenden Vorteil, dass man nachher die Seile eben noch nachspannen kann. Nun lenkt man ein Stück Schnur ab. Das Stück Schnur fädelt ihr dann in das Ruderhorn ein, macht einen Knoten rein und sichert das mit einem Tropfen Zacki. Am Lackdrahtende funktioniert das im Prinzip genau gleich. Das wiederholt ihr nun auf der anderen Seite und bei den beiden Höhenruderanlenkungen. Damit wären wir auch schon am Ende unserer kleinen Baureihe angelangt. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Dann wünschen wir euch natürlich noch viel Spaß beim Fliegen. Ciao!